Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 27.01. Olaf steht auch gerade auf. Jetzt nieselt es gerade nur ein bisschen. Aber ich denke mal, das fängt gleich wieder mit Schütteln an. Das hat die ganze Nacht geregnet. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start in den Montag, in die neue Woche. Und wir fahren jetzt los zur Schule. So sieht das jetzt noch aus, aber ich werde die ganzen Girlanden und Luftballons heute abnehmen, weil Geburtstag ist schon mal länger vorbei und jetzt ist auch gut. Guckt euch die beiden an, die starten auch ganz gemütlich in den Montagmorgen und beobachten hier alles. Ist ganz schön windig heute und kühl. Hat halt was zu sagen, wenn man am Montagmorgen eine schwarze Katze auf der Garage entdeckt. So, fertig ist, ab ist das Zeugs. Und da fehlt irgendwie was. Also man hat das Gefühl, man hat wieder einen Tanzsaal und obenrum fehlt halt was. Aber da gewöhnen wir uns schnell wieder dran. Die ungeschminkte Wahrheit um kurz vor 16 Uhr. Ja, der Tag irgendwie, der rennt heute nur, keine Ahnung, wohin er will. Aber ich habe heute Morgen die Kinder ganz normal zur Schule gebracht mit Udos Auto. Genau. Ich meine, ich fahre das Auto ja, aber ja, mein Schätzchen, das liegt mir eben ein bisschen mehr. Man weiß, welche Knöpfe man drücken muss, damit es fährt. Und ja. Und da merkt man auch den Unterschied zwischen alt und neu. Udos Auto brauchst du nur antippen, da bist du schon 10 km zu schnell. Und bei meinem musst du noch ordentlich durchtreten. Also das ist, ja, gewöhnungsbedürftig. Dann bin ich dann heute Morgen noch eben schnell einkaufen gewesen. Habe noch ein bisschen Obst und Gemüse geholt und Brot, genau. Trinken habe ich auch noch was mitgenommen. Ja, und dann zu Hause habe ich dann hier aufgeräumt. Also irgendwie habe ich heute das Gefühl, ich bin den ganzen Tag nur am Aufräumen und sehen tue sie nichts. Das ist dasselbe wie im Keller. Man macht und passieren tut irgendwie nichts. Naja, auf jeden Fall habe ich ja die ganzen Girlanden runtergenommen. Hat zwar was gedauert, aber ich habe es gemacht. Also von daher alles gut. Das sieht jetzt wieder so ungewohnt aus. Naja, auf jeden Fall Kinder abgeholt von der Schule, gegessen, Hausaufgaben gemacht. Und ja, dann habe ich den Udo mal angerufen, gefragt, na, ob er schon was weiß. Ja, mein Auto kommt morgen erst. Ich sehe den morgen Abend erst. Naja, auf jeden Fall muss da irgendwie, das was vor 3 Jahren, der war übrigens vor 3 Jahren in der Werkstatt, das ist so ein Plastikteilchen, das gibt es wohl auch nicht in Metall oder wie auch immer. Ist wohl verschlissen und deswegen kaputt, kostet irgendwie 70 Euro. Mal gucken, wie viel wir am Ende des Tages so zahlen werden. Wir lassen uns überraschen. Ja, kommt ja morgen erst. Das heißt, ich muss das Auto morgen nochmal fahren. Naja, warum auch nicht? Ja, und jetzt stehe ich hier und könnte zusammenbrechen und schlafen. Das Wetter, das zieht mich immer runter. Ja, sonst, ich muss die Spülmaschine jetzt noch ein- und ausräumen. Ich werde wohl nochmal waschen. Hier türmt sich schon wieder alles. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Aber dann werde ich wohl nochmal waschen. Ja, Lenny geht ja gleich mit dem Papa los. Immer was Neues. Genau, sonst ist nicht wirklich viel geplant und oh, wir lassen uns einfach mal überraschen, was noch so kommt. Genau, auf jeden Fall seid ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Mittlerweile 21 Uhr. Ja, 21 Uhr. Die Kinder sind seit einer Stunde im Bett und ja, wir haben heute nicht mehr viel gemacht. Udo war ja mit dem Lenny unterwegs nach neuen Fußballschuhen gucken. Sind aber nicht fündig geworden. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir online welche bestellt und testen. Ich habe mich geschlägt. Und testen die dann einmal aus. Irgendwann werden wir schon fündig werden, ne? Ja, so, also dann haben wir noch Abendbrot gegessen. Udo war mit Lenny noch eben einkaufen, hat noch 3-4 Teile gekauft.
Und ja, nach dem Abendbrot ganz normal Bett fertig machen. Jetzt sitze ich am Sofa und mache gar nichts mehr. Ich bin müde. Das ist aber schon nichts mehr Neues. Jetzt regnet schon wieder. Hat auch schon lange nicht mehr geregnet. Ja, und sonst habe ich keine neuen Infos. Nichts Neues zu erzählen. Ich sage einfach mal bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Dienstag, den 28.01. Ich muss jetzt von drinnen filmen, weil draußen regnet es wieder richtig schön, kann ich euch sagen, heute Nacht. Sogar mit Sturm dabei, kann man nicht gebrauchen. Aber egal, wir machen uns jetzt fertig, beziehungsweise auf dem Weg zur Schule. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben mittlerweile 8:45 und ich finde, im Display kommt das immer irgendwie krasser rüber, als ich wirklich aussehe. So habe ich das Gefühl, naja, ganz so müde, wie ich hier aussehe, bin ich nicht. Obwohl das eine komische Nacht war, gegen 3 sind uns fast die Dachpfannen vom Dach geflogen, so windig war das. Dann war ich irgendwie um 4:06 und um 5:06 wach, dann war ich um 5:30 durch irgendein Geräusch wach, keine Ahnung. Und als um 6 Uhr der Wecker ging, da dachte ich so, jetzt wirst du verarscht. Aber egal, Kinder sind pünktlich in der Schule und wie das dann ist, das hat richtig schön geschüttet, ne? Braucht man ja, kann man ja gebrauchen. Und als ich dann am Rückweg war und im Auto saß, da war trocken. Ich meine, einfach kann ja jeder, ne? Da muss man ja dazu sagen. Ja, dann bin ich nach Hause und ich versuche jetzt, ich muss das Schlimmste, was es für mich gibt, machen. Und das heißt Büroarbeit. Büroarbeit im Sinne von Akten wegsortieren. Erstmal sortieren und dann abheften. Ich bin ehrlich, da drücke ich mich immer vor, obwohl ich mir jedes Mal dafür einen dicken Arsch drehen könnte, wenn es gehen würde. Weil je länger du wartest, desto mehr hast du zu tun. Ne? Ist ja eine schlaue Sache. Ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn ich mir denke, ach komm, der Brief, das Ganze beim nächsten Mal machen und dann kommt der nächste und wie das dann so ist, ne? Was ich absolut richtig hasse, sind Kontozettel. Ist ja nicht so, dass man da nur ein paar von hat, ne? Ja, dann muss ich jetzt mal überlegen. Ja, waschen, das habe ich gestern nicht mehr getan. Müsste ich heute. Mal gucken, ich habe mir schon mal ein paar Körbe hingestellt. Ich muss aber auch noch gucken, was es heute zu essen gibt. Ja, aber auch das kriegen wir alles hin, das schaffen wir alles. Sonst dürfte heute nichts anstehen, es sei denn, kommt irgendwas dazwischen. Ich muss aber mein Gesicht cremen. Boah, das spannt so sehr. Ja, so wie das da draußen schüttet und ehrlich gesagt, die Lust habe ich auch nicht. Wird jetzt mal nicht geschminkt, auch ja, das gibt es bei mir. Und ja, und ich hoffe, dass heute Abend mein Auto wieder nach Hause kommt. Denn das eigene Fahren ist immer besser oder anders oder gewohnter, wie auch. Wie eben ein Auto, was dir nicht gehört. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich fahre Udos Auto auch. Nur ist schon ein Unterschied, ob du so, finde ich, also irgendwie habe ich da immer Muffe, ob du ein Kombi fährst. Oh, schön, ich hörte Täubchen gurren. Meine Türkentäubchen. Da freue ich mich ja, ne? Also wenn dann endlich mal das Wetter richtig schön wird, ist für mich wirklich der Taubengegurre das Schönste mit dem Gezwitscher von den anderen Vögeln, ne? Aber wie Urlaub. Also wenn ich das wieder höre, der Udo mag sowas zum Beispiel nicht, der findet Tauben auch ganz schlimm, kann ich verstehen. Aber ich finde das schön, wenn das dann wärmer wird, die Sonne scheint, die Blumen blühen und ach, richtig toll. Ja, wobei ja Ende der Woche bis, jetzt haben sie gerade korrigiert, bis zu 15 Grad werden kann, soll, gerade wo man wohnt. Ne? Ey, ganz ehrlich, das brauche ich nicht, aber naja.
Vielleicht kommt der Frühling ja doch schneller, als ich denke. Wenn man die Frühlingsblumen draußen sieht, die Tulpen und alles, stehen ja schon so ein Stück über der Erde. Also von daher warten wir mal ab. Aber nochmal zu dem Auto zurückzukommen. Ja, ich fahre so eine kleine Knutschkugel und ein Kombi dagegen, das ist irgendwie noch was anderes. Was Schönes, aber ich weiß nicht, ich liebe meine kleine Knutschkugel. Ja, sonst gibt es erstmal nichts Neues, außer dass ich mich vor dem Papierkram drücke. Ja, steht nichts weiter an. Aber ihr werdet erfahren, wenn was ist. Wenn ich das Zeug wieder in die Ecke stelle oder so. Die Sonne scheint, aber das ist windig. Der Olaf, der wackelt sich dahin ab. Boah, wir haben 5 Grad. Ja. Und es windet. Wenn der Wind nicht wäre, wäre das ja noch angenehm. Aber nun ja, so ist das, ne? So, Olaf protestiert jetzt auch. Der hat keinen Bock mehr. Den muss ich jetzt ausmachen, sonst fliegt er uns noch weg hier. Der arme Kerl. Oder der macht Liegestütz. Kann man sehen, wie man will. Das bin ich, wenn ich sowas nicht kann, breche ich einfach zusammen. Ja, den lassen wir jetzt mal schlafen und ruhen, den armen Kerl. Aber das könnte ich sein. So sieht das aus, wenn der Udo die Akten macht zwischen der Wäsche und ja, wird einfach am Boden geschmissen, sobald nicht gebraucht wird. Zack. Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 29.01. morgens um kurz nach 9. Es ist hell. Olaf liegt da immer noch wie erschlagen, aber der ja, kommt ja jetzt eh bald weg. Also von daher hat er seine Dienste geleistet. Es ist immer noch windig. Wir haben 3 Grad oder so. Also auch schön kühl. Und ja, die Kinder sind in der Schule. Und ich werde jetzt den Haushalt rocken. Da bin ich auch. Wir haben 21:15 Uhr. Ich habe mich heute mal wieder geschminkt. Heute hatte ich da mal wieder Lust zu. Meine Arbeit steht im Hintergrund und trocknet schön, hoffentlich. Ja, ich düse jetzt einmal gleich zu meinen Eltern. Und Mama und ich fahren dann ein bisschen in die Stadt. Genau. Ich hole euch mal ein Stück näher. Heute sind meine Augen so ein bisschen so rostrot-gold. Und ja, ist mal wieder was anderes, ne? Bei dem tristen Wetter draußen muss mal wieder schön Farbe drauf. Und ich muss meine Hände dann cremen, weil die so trocken sind. Ey, boah. Ganz schlimm wieder. Das mag ich natürlich an der Jahreszeit auch nicht, wenn so eine Cremefaule sich dann andauernd die Hände cremen muss. Ach nee, so ist das. Ja, sonst ist nicht wirklich viel Neues passiert. Ich brauche nur Haushalt sagen. Mehr ist da nicht. Genau. Aber wenn, dann werdet ihr es sehen. Da bin ich wieder. 7:45 Uhr haben wir mittlerweile. Ich bin hundemüde. Beim Schwimmen stehst in so einem Kabüffgen drin und das ist so warm, da fallen dir die Augen zu. Naja, auf jeden Fall, ja, Schwimmen war super. Training beim Fußball ist heute ausgefallen. Und ja, sonst ist eigentlich nicht wirklich viel Neues passiert. Viel Neues, ja, genau. Nee, heute war es eigentlich zum Mittag hin komplett langweilig, ne? Kinder sind aus der Schule gekommen, Hausaufgaben gemacht, gegessen und dann ging das auch schon fast los zum Schwimmen. Ja, das war eigentlich soweit gewesen. Ich werde jetzt den Vlog beenden, euch noch einen schönen Mittwoch wünschen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. 7:10 Uhr. Mit meiner neuesten Errungenschaft kann ich euch sagen, richtig geil, das Ding. Ich habe mir immer das Brille mal ausgeliehen. Ich dachte, heute ist so viel Regen, da muss ich einfach mal eine Sonnenbrille aufziehen.
Ja, wie gesagt, 10 vor 7, wir werden jetzt Abendbrot essen. Mein Schätzchen ist wieder zu Hause, Gott sei Dank. Odo war sogar so lieb noch und ist damit durch die Waschstraße gefahren. Der blitzt und blinkert wieder richtig schön. Und ich kann morgen wieder ganz in Ruhe fahren, wie immer. Und vor allen Dingen gute Musik hören. Und ja, da freue ich mich drauf. Ja, dann war der Udo zu Hause. Dann hat er gegessen. Dann hat er, sagt schnell, mit Lenny noch was für die Schule gemacht. Ja, und jetzt essen wir Abendbrot und dann wartet schon wieder. Übrigens hat Lenny Gott sei Dank neue Fußballschuhe gekriegt, die wir online bestellt haben. Die kamen heute an und die passen super. Mal gucken, was der Trainer morgen sagt, ob der damit auch so zufrieden ist. Und dann, ja, kann der Lenny wieder richtig schön durchstarten. Denn die Fußballschuhe, die wir vorher hatten, ja, das war nicht so unser Fall. Also ich war da sowieso, ich habe da keine Ahnung von, aber ich fand die auch komisch. Und naja, dadurch, dass der Lenny ja so einen breiten Fuß hat, ist ja auch nicht jeder Schuh für ihn was. Und ja, jetzt haben wir was Schönes und mal gucken, was der Trainer morgen so sagt. Genau. Und jetzt starte ich in den Abend. Bis später.